Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir laufen jetzt wohin? Okay. Gut, wir gehen zur Abschlussfeier. Nein, gehen wir nicht. Was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir gehen zur Abschlussfeier. Und ich glaube, ich werde... Ja. Wie weit ist das? Auch nicht sehr weit. Kann man ja ein bisschen durch die... über die Geländer hopsten und so. Ich fand das im zweiten Teil, fand ich das richtig cool mit dem Geländer hopsten. Da waren die Straßen auch richtig schön zusammen und so weiter. Die guten alten Zeiten. Ich müsste eigentlich mal zwei spielen. Für euch alle. Oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, vorher werden wir noch den Verbrecher töten, denn Verbrecher sind nie sehr gern gesehen. Deshalb, ja. Lauf doch einfach. Wieso sind wir so langsam? Okay, wir... Gut, wir töten nicht den Verbrecher, sondern... Wir machen die nächste Mission. Und keiner interessiert sich für uns, also ist mir das auch vollkommen egal. Uhu. Ich glaube... Ach ja, genau. Hier gab es... zu etwas, was ich nicht mitgenommen habe. Egal. Da unten haben wir es gut. Ich stelle mir immer so vor, wie er so Klebehände hat, womit er da diese starken Sachen, nicht die starken Sachen, womit er dann immer diese... Was mache ich jetzt? Womit er immer die Häuserwände hochlaufen kann. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pissbot. Stets zu Diensten. Ja, wieso nicht? Ach, der Schwierigkeit repräsentiert sich durch Diamanten. Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, eine 2-Diamanten-Mission gemacht. Oder machen gerade eine 2-Diamanten-Mission. Gut. So. Das ist eine Kirschkernbombe. Probieren wir wohl am besten aus oder lieber nicht. Kann man jetzt von hier aus töten? Ne, am besten gehen wir mal in Deckung und gucken, ob wir das von hier aus machen können. Oder von hier aus. Wildgänsen hinterher zu jagen. Ja. Und... Nein. 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 Ja. So macht man das. Und es gibt auch schön für den Kopfschuss viele Punkte. Wer immer das getan hat, wird dafür leiden.
Komm. Nein, gar nicht gut. Komm, jetzt. Perfekto. Das sieht doch schon mal schön aus. So, und da haben wir dann auch unsere Alarmglocke sabotiert. Okay, und wer ist das? Hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Sieberg. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft. Kretter. Wann habe ich... Hilfe! Mörder! Mörder! Leibwachen. Und? Okay. Assassin! Der sieht mich Hilfe! Nicht. Ich brauche... Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Gut, dann, ja. Die haben uns gesehen. Wahrscheinlich war das gescriptet. Nur um die Rauchbombe zu geben. Komm! Perfekt. Die nennen mich immer Pissport. Boah, wie viele gibt es denn hier? Und wieso laufe ich da rum? Das ist irgendwie komisch. Die sehen mich ja noch immer. Aber es sieht schon geil aus, wie der jetzt komplett am Bluten ist. Okay, vielleicht nicht ganz komplett, aber man sieht es halt, wie es ihm geht, körperlich. Verdient ihr deine Sporen? Verdammt, verlier ihn nicht! Okay. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Ja, du. Ich hab dich beim Mars gesehen. Was wollt ihr von mir? Komm, Junge, schaff dir ein schnelles. Warum wir das machen? Und warum? Naja, der Typ hat zwar Monsieur de la Serre getötet, aber warum oder was machten die anderen da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir jetzt als erstes mal verschwinden. Es ist etwas schlecht, wenn überall noch andere Sachen da sind. Naja. Aufhalten. Ausweichen spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pissbot. Welch äußerst tröstlicher Gedanke. Okay. Extremisten sind immer rot. Sie können in die Bevölkerung und werden von den Templern bezahlt. Okay. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Apinons Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Okay, die sind wirklich gewalttätig. Das ist nicht sehr gut. Jetzt weiß ich jetzt auch, was es mit diesen Diamanten... Ach komm, geh hoch. Mit diesen Diamanten auf den Stadtteilen oder in den Stadtteilen auf sich hat. Da gibt es wahrscheinlich mehr von diesen Extremisten oder so. Und die sind dann wohl etwas, ja, sagen wir mal, gefährlicher als die anderen. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Würde ich einfach mal sagen. Brauchst du eine Pause?
Nein, lauf weiter, hopp. Warte mal, wir sagen, dass er eine Pause braucht und laufen ihm nur hinterher. Das ist irgendwie leicht ironisch, glaube ich. Das nennst du Rennen? Nein. Wir laufen Parkour, ja? Parkour laufen ist was anderes als Rennen. Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Ach, da oben ist eine dieser komischen Konkarten. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Okay, Wachen im Blau greifen die Extremisten an, als erstes an. Gut, vermeiden sie selbst anzugreifen, um einen Konflikt vorzubeugen. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ah, und ich weiß jetzt, wo wir hinlaufen. Ja. Ich glaube das nicht. Da treffen wir Sivere nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unding. Okay. Ja, ich glaube, es wäre besser, ihn zu töten. Frage ist nur, was würde dann passieren? Arno, welche Freude! Ja, Geschäfte. Kaufen wir doch mal was Munition nach, glaube ich. Was passiert als nächstes? Nö. Wir bringen dieses Buch mit den Templer-Daten zu Mirabeau, der wie gewohnt nichts damit anfangen wird. Du scheinst ihn nicht sonderlich zu mögen. Er ist Politiker. Er sieht sich als großen Friedensstifter. Er glaubt, er könnte den Krieg zwischen Assassinen und Templern beenden, die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und Hunde und Katzen friedlich zusammenleben lassen. Und das ist schlecht? Es ist ein selbstgerechtes Hirngespinst. Die Templer sind schwach wie nie, seit Jacques de Molay verbrannt wurde. Und wir verfolgen zweitklassige Schmuck. Die Zöllner Frankreichs können wieder beruhigt schlafen. Apinon ist tot. Gefangene Adlige zu verhören, scheint etwas untypisch für ihn. Was haben die Templer nur vor? Hätten wir uns nicht von diesem Waffenstillstand einlullen lassen, wüssten wir es jetzt. Er hat recht, Honoré. Der Waffenstillstand bestand mit Großmeister de la Serre. Der Mann starb vor 2 Jahren. Wer immer nun das Sagen hat, seid sicher, dass er nicht untätig ist. Wir wüssten vielleicht mehr, hätten wir Sivert nicht entkommen lassen. Sivert war dort? Ich weiß, euer Herz will gern den Frieden wahren. Doch brächten wir Monsieur de la Serres Mörder zur Strecke, wäre das auch etwas wert, oder nicht? Ja, wäre es. Doch verwechsle deine persönliche Vendetta nicht mit einem durchdachten Plan. Wenn er Templer töten will, lass den Templer töten. Ich habe ihm alles beigebracht. Er ist bereit. Also dann, Assassine. Begib dich zur Notre-Dame de Paris und finde dort den Templer-Agenten Charles Gabriel Sivert. Ergründe sein Geheimnis und ist dir das gelungen, bringst du ihn zum Schweigen im Einklang mit unseren Regeln. Gut, damit haben wir die Sequenz 3 abgeschlossen. Oder, ja, die erste Erinnerung. Jetzt weiß ich allerdings auch, was die meinten mit den Waffenstillstand, als Monsieur de la Serre bei dieser Nationalständeversammlung, heißt das so? Bei dieser Ständeversammlung auf jeden Fall da war. Da hat er nämlich einen Waffenstillstand vorgeschlagen und der bestand scheinbar mit den Assassinen. Und da können wir jetzt nicht drauf, weil wir offline spielen. Wir werden auch nicht online spielen.
Wir werden auch nicht die Initiatistruhen öffnen und so weiter. Also haben wir da ein bisschen Probleme mit, aber ich werde das einfach nicht machen. So. Wie geht es dir? Gut, egal. Ich würde sagen, hier machen wir mal Pause. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.